Moin, 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 willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, wir sind bald Level 45, haben den AP Buff drauf, die Scroll. Und ich habe noch ein bisschen gelevelt, ich sehe jetzt. Musste noch ans Telefon, also direkt gleich nach dem Part, also sogar noch ein bisschen im Part, schalte mein Handy und. Jo. Gefunden habe ich natürlich nichts, außer Loot. Du da. Nein. Jetzt. Hey, hallo. Dankeschön. Wo ist die Entfernungsanzeige? Ach. Jetzt ist wieder alles in Ordnung, wenn es so wenig sind. Keine Spieler momentan, die nerven. Dann greife jetzt immer meine Monster auch noch kurz an, damit sie auch EP-Bonus bekommen. Diese Losers. So. Den hier. Ach, das geht so gut. Fertig mit den Golems. Die Golems sind einfach zu unberechenbar. Wehren alles ab. Ja, die Gegner werden stärker. Also sie können viel mehr abwehren. Sind zwar auch nicht die, Squishy Monster, also die jeden Schaden anbekommen, aber ja, trotzdem viel besser. Schaut euch das mal an. Der bekommt ja auch nicht mehr Schaden. So. Kommen viel weniger EP, als die uns sich nicht anzugreifen. Ach, die Hälfte haben wir schon. So, Dele. Volle Power. Oh. Kostet ihn 500. Ah, 450. Ja, ja. Ich glaube, die sind alle Reichsschlachten gegangen. Sie können ja so gut Reichsschlachten machen. Man sieht es immer, wie schwach, also unintelligent sich an Ding, die normalen. Und die herausfordernden, sogar sehr schwere Mitspieler machen da nicht gerade interessante Sachen. Ja, ich habe halt auch sehr viele Jahre Erfahrung. Nicht nur bei Regnum. Wie so ein antikes Spiel oder so. Irgendwas Cooles auf die Beine stellen. Vielleicht wird doch das Let's Play auch ein Entwicklerstudio auf mich aufmerksam. Weil ich kann so geile Spiele machen. Ich habe extreme Erfahrung. Aber das braucht halt auch Entwicklerzeit. Dann will ich ja am Anfang nicht allzu große Spiele machen oder so. Spiele, die durch andere Sachen auch spielbar spielen. Halt auch ein bisschen ablenken von der Hauptstory oder so. Ja, die Hauptstory kann trotzdem lang sein, kein Problem. Es ist einfach am schwierigsten eine Hauptstory machen, also irgendwie Nebenquests.
Und auf jeden Fall möchte ich gute Nebenquests haben. Eine gute Hauptstory. Nicht so wie in direkt. Ja, du gehst mal kurz Kristalle holen und fertig. Und das ist halt ein argentinisches Entwicklungsteam. Das einfach mal dachte, wir machen einfach mal das, was die Südkoreaner so machen. 1:1. Und haben keine Erfolg. Wieso haben die Süden denn keinen Erfolg? Komisch. Aber ja. Es ist trotzdem ein super Spiel. Es ist ein Spiel, es kann so schlecht sein, wie es kann. Aber es macht so vieles richtig, dann ist das eh ertragend. Und aber muss ich das jetzt nochmal sagen? Das habe ich ja schon gesagt. Was ich alles toll finde. Ich reite halt ein bisschen öfters herum und sage Negatives. Aber es ist einfach das große, grob und ganze, was einfach toll ist. Dass man so viel Motivation hat, rauszugehen und dann der Spieler zu töten. Ja, einfach Schlachten zu machen. Eben auf schöne Items zu erhoffen, man wird nicht zugemüht wie in Diablo 3. Dann es gibt halt anfangs gute Quests, also Quests, die einfach weiterbringen. Später halt nicht mehr und da kommt auch dieses langweilige zu tragen. Oh, man muss 10 Monster töten und so. Grindy Quest. Das kann Regnum sehr gut grinden. Aber nun gut. Man kann es nicht wegzaubern. Jedes Spiel hat einen Grinding-Anteil. Das ist nun mal hier. Hey, nerv mich bitte nicht. Und wieso hat dieser Strand so viele Wellen, hä? Ist das eine Düne? Hier hast du mal ein bisschen Schaden. Gut. Dann gehe ich gleich mal. Ja, kann noch ein paar hier erledigen. Ja, yeah. Oh, siehst du, Bogen. Ein Schädel hat er. Boah, wie fette Finger diese Handschuhe. Heftig. Was haben die da irgendwie geraucht? Ich bin ein Golem. Aber wieso müssen eigentlich die verschiedenen Charakter, also die Rassen, Sachen nicht tragen? Man kann doch ein Helm designen für so ein Hasi und Schuhe. Diablo 3 kann sie auch, also bitte. Na gut, die Entwickler sind wieder mal ein bisschen in Zeitnöten, so Sachen, aber rauchen die ganze Zeit und trinken Kaffee. Oh, Kaffee trinken. Hier, du gehst aber auch durch und hilfst, also bitte. Nicht so sensibel sein. Kleine Wolke. Wirbelstürmchen. Hier. Dann machen wir noch ein bisschen Reichschlacht im nächsten Part und dann sind wir Level 45, vielleicht schon in diesem Part, aber ja, ich werde merken, dass die Leute wieder da sind, müsst ihr schauen. Tja. Na? Dann machen wir halt wieder die Golems, aber
nicht so lohnenswert. Solange einfach ich den Schaden rüberbringe. Ich wette, dass es wieder bald... Na komm. So, ein bisschen Mana verschwenden. Kein Steingolem, kein Schatz. Ich bin irgendwie heiß geworden nach einem Schatzfund, der recht gut war, aber leider für einen Ritter gewesen ist. Eine Rüstung, eine Plattenrüstung. Für Level 48 zwar nur, aber hat gute Bonis gehabt für ein weißes Item. Aber wahrscheinlich weiß niemand. Hm. So, oder? Hier, Steingolems. Da ist doch eine Kröte, super. Hallo. Hey. Nicht einfach rausgehen aus meiner Markierung. Mausmarkierung. Vielleicht wegen Doppelklick. Ich habe einfach Doppelklick gemacht. Schlechte Schräge. Die Abklingzeiten sind zu hoch. Hä? So greifst du mich an. Aua! Ich bin zu langsam. Hey! Hallo! Es ist gut! Was ist denn los mit denen? Haben die Viagra geschluckt? Ja, ich schätze, wurde mir gesagt, dass es extrem schwer ist zu leveln in diesem Level. Ja, die Gegner natürlich viel mehr Lebensenergie haben und die Jäger plötzlich mehr Schaden machen aus irgendwelchem Grund. Vielleicht, weil sie einfach bessere Bögen haben. Also ihre speziellen Bögen. Ja, okay, nicht gerade speziell, es sind glaube ich alle für Bogenschützen, aber weiß ich nicht genau. Kein Jäger zu wenig. Ja, wegen dem Pet, 100 Pro. Machen sie also doppelt so viel Schaden wie Schützen momentan. Wenn sie nicht so bekifft wären wie die, Spanier. Es wurde noch nicht abgebrochen, warte. Haben wir noch 1000. Ja, habe ich immer noch die Sachen. Ungefähr von Level 38 bis 42. Die ich gefunden habe, wirklich alles nur Schrott. Aber ja. Einfach bei mir abholen. Ihr seht ja meinen Namen, schreibt mich einfach an. Ich bin morgens, manchmal auch mittags und nachmittags und abends online. Irgendwann werdet ihr mir schon sehen. Also ich könnte ja mich in die Freundesliste hinzufügen. Dann seht ihr, wenn ich online bin. Jo. Ich kann es dir nochmals zeigen. Das ist schon recht cool. So zweimal den Crit. Also den hier. Dann haben wir hier Intelligenz plus 5, auch gut. Chance auf kritische Treffer plus 20 und Ausschlitzschadenbonus plus 5. Sehr cool, würde ich auch gerne tragen. Ja, Crit und Eisschaden plus 14, auch sehr cool. Und dann hier Crit plus 14 und Eisschaden plus 10. Auch krass. Aber eben schwach, sozusagen, für mich, für meine Herr. Ja, ich möchte ja gerne mal Grüne finden. Plus. Aber nein, das Spiel kackt auf mich. Ja, ja, einfach mal ein bisschen Herausforderungen machen für den Drago. Gut. Aber jetzt geht alles besser, also.
Wenn euch die Parts noch nicht Spaß machen, dann werden die Parts ab jetzt Spaß machen. Wir brauchen nur noch wenig EP und dann haben wir es. So, dann gehen wir noch zum Skilltrainer und gehen mal in die in die Warzone raus. Und im nächsten Part kommt auf jeden Fall wieder Reichsschlachten und danach Forteroberungen und so. Vielleicht auch ein bisschen besser, weil wir jetzt stärker sind. Weil wir brauchen ja EP, wir müssen dann ein bisschen warten, aber ich kann das auch überspringen. Indem wir dann anklicken, wenn jemand angreift, zum Beispiel. So. Nutzen wir das noch aus. Und dann gehen wir kurz gehen. Wir gehen extra nach Gokstadt. Ja. Mann, wieso sind die so gleich? Ich muss immer nachschauen, ob ich wirklich richtig gesagt habe. Jetzt habe ich es mal riskiert und richtig gesagt, wo ich es nicht sicher war. Hallo, wo Beste. Wo bist du? Hinter mir. Okay. Eine Barbaren. Die Ellie, was machst du hier? Ja, wenn du so lange du die Ding angreifst, die Golems, ist schon gut. War die normal? Ja, Barbaren haben halt viel mehr Leben. Und sind stärker natürlich. Wie ich stärk. Ja, normal. Aber trotzdem, ich habe ja auch nicht Probleme, solange die Sachen treffen. Machen wir gleich mal einen wieder. Aber im Lohnen tun sie es nicht. Ich weiß nicht, wieso die Spieler, die immer angreifen müssen, die herausfordern und sogar schweren und so. Die hat's wirklich eilig. Manche Spiele haben nie Geduld. Die hat wahrscheinlich auch einen IB-Buffer gekauft. Aber auf jeden Fall haben wir sie sehr gut eingeholt. So. Aber sie glaube ich nicht Deutsch. Englisch vielleicht oder Spanisch. Alien. Aliane. Alien. Ich heiße Alien. Alien. Französisch. Ja, vielleicht ist sie Französin. Ich weiß es nicht und kann es auch nicht sagen. Ich will ja auch nichts sagen, das ist falsch. Ich bin übrigens einer, der extrem wenig lügt. Vielleicht, weil ich auch erwachsen bin. Für... Ja, war es ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Gegen Freunde habe ich gelogen, gegen Fremde habe ich nie gelogen. Das heißt einfach, die Leute müssen immer sehr cool sein. Und wenn du so als ehrlicher Sachen willst, mal beweisen oder so, musst du lügen. Man wird gezwungen, in dieser Welt zu lügen. Und irgendwann wirst du genug intelligent, um zu sagen,
Ich lüge nie mehr. Aber du kannst es nicht, weil die Welt es zwingt. Und pff, ja. Immerhin kann ich gut lügen. Es gibt Leute, die sind extrem verräterisch. Und das könntest wirklich auch du sein, weil man merkt's nicht. Ich bin manchmal einfach ein bisschen... Ja... Ich weiß einfach manchmal zu viel über solche Sachen. So psychische Sachen gehen mir immer neben dem Kopf einfach vorbei. Aber ich lerne davon extrem. Also ich kann solche Sachen extrem gut merken. Und mir das irgendwo gesagt, sei es in einer Fernsehsendung von meinem Vater beim Durchlaufen oder so. Ich merke mir solche Sachen. Wahrscheinlich auch, weil ich ein bisschen Respekt habe. Weil die Menschen meinen, sie wissen etwas über Psychologie, aber es irgendwie falsch wissen. Sie wissen es falsch. Sie machen Leute kaputt. Ich bin 2 Jahre immer jeden Tag zu einer Depressiv-Psychologin. Und die hat mir Scheiße erzählt. Was soll ich ihr erzählen? Ich war heute Morgen Kaffee trinken. Wow. Nein. 45. Komm schon, 45. Ah, komm. Als Feier des Tages. Elitär Quanti, stirb! Stirb! Du machst gar nichts Schaden. Ach komm, bitte! Oh. Komm schon! Komm schon, Schätzchen! Gib's mir! Fick dich! Jetzt! Ja! Ja! Ich hab einen Orgasmus! Gut. Dankeschön. Ich wollte auch mal wieder pervers sein. Und jetzt gehen wir kurz killen. Ey, ich hab groß geschrieben. Aha. Caps locker. Gut. Also Caps Lock hat eine super Position. Ich würde das am liebsten rausreißen und wegschieben. Einfach mal irgendwo über die F1-Taste. Da hat es noch Platz zwischen dem Licht und der MR-Taste von der Logitech G15. Die ist so uralt. Wann war das? 2008 oder so? Ah, die lief wieder mit ihrem Angeber rein. Und eine andere wurde auch 59, oder eine andere wurde 51, glaube ich, Stefan. Auch Angeber. Sind nur Angeber her drin. Aber das ist ja egal. Ich gebe auch an. Ich gebe ja auch an. Also kein Problem. Gut. Aber geht mal bitte weg, Level. Ich muss jetzt einfach mal noch die Stunde ausnutzen. So, Schützen. Da drüben irgendwo. Schütze fern, ja. Ach, wie viel Geld hast du schon ausgegeben? Fokus. Nein, es ist... Parabellisches. So, denn? Dann müssen wir da noch ein bisschen... Wo war das? Hier. Was? Geht immer noch nicht? Verfinsterung. Ja, dann machen wir nicht hier. Tricks. Ich brauch Tricks.
klebrige Berührung. Was ist denn das? Ich will doch langsam, also wie dieser Efeu-Pfeil oder so. Reichweite 25, Ziel wird betäubt. Naja, also schnell wieder weg. Noch kurz handeln. Haben wir hier irgendwo noch einen Händler? Bogen. So. Der Spurtpart. Und wieder zurück. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter den Strand. Die Schildkröten werden irgendwie nicht gut gerne besiegt. Aber trotzdem droppen sie eigentlich ja schon eigentlich gut für im Vergleich. So. Ah, wir haben schon viel Geld jetzt. Ich habe mich gefreut, dass ich so viel Geld bekommen habe durch die Aquantis. Die geben mir wieder ein bisschen Geld. Und wollte dann eigentlich noch eine Woche warten, aber ich kann doch nicht warten. Okay, hier geht's weiter. Hallo? Nicht spinnen! Was für Schadensspitzen können wir erreichen eigentlich? Wenn ich schon so viel Schaden mache. Okay, die Gegner bekommen auch viel mehr Leben natürlich, aber... Ich sehe immer nur Schützen, die maximal 1000 Schaden anrichten können an mir. Ich bin ja wirklich nicht defensiv gut entwickelt. Hab nicht gute Rüstung, nix. Hab mich nicht defensiv geskillt. Ja. Ist schon. Mal schauen. In dem ist auch die Angabe, oh, Level 60er Schützen machen so viel Schaden, so wenig Schaden. Tja. Man muss halt auch guter Spieler sein, oder? Aber das ist überall. Schaut mal bei Counter-Strike, bei Battlefield 1. Überall. Also extrem schlechte Spieler. Und hier ist es halt besonders konzentriert. Was wir gestern bei der Brücke für Sachen hatten. Also wahrscheinlich habe ich die schlechten Sachen verpasst, weil ich am Rendern und am Aufnehmen hochladen bin. War. Aber das war ja mega krass. Die Leute haben wirklich da gedacht, sie können uns entwischen. Habe ich sie eingefroren und die Mitspieler haben sich genervt. Ja, das ist eine Taktik. Das Spiel ist selber blöd, dass man... Ich könnte mit einem Pfeil ein Eisstück durchdringen. Das kann jeder Bogenschütze. Aber nein, das Spiel macht es unbesiegbar, das Ziel. Wie blöd müssen die Entwickler eigentlich sein? Es ist ein Stun. Es ist ein langes Stun, aber es gibt noch längere Stuns. Und ich werde bald mal umändern. Wenn ich jetzt ein bisschen stärker noch werde, auch Schaden mache, dadurch auch Kürbs bekomme, dann kann ich die ganze Zeit auch stunnen. Dann bin ich auch ein Feigling, aber ich kann euch etwas zeigen, das ist es. Ich muss nicht immer so extrem fliehen oder so. Der
Buff geht irgendwie länger, als ich meine. Also der Anfang des nächsten Partes wird noch ein bisschen leveln sein und dann gehen wir raus. Bitte in die Wasser. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und sage bye bye, Drago Basler. Tschüss.